Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute geht's weiter mit unserer Weltumrundung, mit unserer World Tour, die wir anlässlich des 1000. FSX-Teils beim letzten Flug begonnen haben. Und da sind wir von Frankfurt aus Richtung Süden an die Südküste von Afrika geflogen, nach Kapstadt. Und von hier aus geht's heute weiter. Ihr konntet darüber abstimmen, ja, wo es jetzt als nächstes hingeht. Und die Mehrheit von euch hat für den Flughafen Doha gestimmt. Und dementsprechend geht's heute von Kapstadt weiter nach Doha. Und da werden wir unterwegs sein mit diesem Dreamliner, der Boeing 787-8 von Qatar Airways. Mit der stehen wir jetzt hier auch auf Parkposition Alpha 5 im Cold and Dark State auf dem Flughafen Kapstadt. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns direkt mal ins Cockpit gehen und wir, genau, fliegen die nächsten Meilen unserer Weltumrundung und genau, kommen dem Ziel, einmal um die Erde zu fliegen, damit wieder etwas näher. 9 Stunden 50 werden wir circa unterwegs sein und 7500 Kilometer zurücklegen. Und genau, wobei wir jetzt heute ja nicht so richtig direkt Richtung, also man könnte natürlich auch einfach so komplett die ganze Zeit Richtung Osten fliegen, beziehungsweise Westen, in die andere Richtung halt, je nachdem. Und dann würde man natürlich recht schnell da die Weltumrundung gemacht haben. Aber ich habe das schon so geplant, dass wir so ein bisschen kreuz und quer fliegen und nicht einfach nur einer Strecke, sonst wird man ja schon mit 3 Flügen vielleicht auch so eine Weltumrundung fertig haben. Wir werden da auch mal kleinere Flüge mit zwischendrin machen und auch mal mit kleineren Flugzeugen fliegen, dann wieder mit Langstreckenmaschinen und so weiter und so fort. Aber das seht ihr noch alles, wie das sich so weiterentwickeln wird. Auch jetzt gibt es wieder eine Abstimmung, also nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung vorbeizugucken, wo wir dann nach Doha als nächstes hinfliegen sollen. So, wir legen los, machen den Dreamliner mal startklar. Auch schon länger her, dass wir mit dem guten Stück geflogen sind. Ich glaube, das war der letzte Flug, der Flug von Oslo aus. Und wenn das wirklich der war, dann ist echt schon ein gutes Stück her, weil, ja, den habe ich schon vor langer, langer Zeit aufgenommen. So, Nav Lights on, Parking Brake setzen wir mal. So, und dann geht die External Power mal dran. Mit Shift 2 können wir die hier connecten. Haben wir da schön gleich zwei dicke Ground Power Units stehen. Wunderbar. Dann ist die auch direkt available und geht auf On. So, und wir starten aber auch direkt die APU noch. So, APU geht on. So, und wir machen mal ein paar Türen auf und fordern GSX an. So, machen wir mal hier Left Door, Right Door. Also den Jetway hatte ich ja letztes Mal, als wir hier angekommen sind, schon erzählt, habe ich hier Static ausgewählt. Man kann hier auch über Sode Dings geht es hier auch mit einem, na, wie heißt es, einem beweglichen Jetway, genau, so. Aber ich habe jetzt hier die Static-Variante. So, dann machen wir erstmal Request Catering Services. Nehmen wir einfach mal Mencius, keine Ahnung, vielleicht ist das ja hier irgend so ein Handling Operator. Das ist nicht ganz so. Ich dachte schon, wir hätten nur einen Wagen davon, nee, da ist ja der andere. So, machen wir direkt mal die Cargo-Doors auf, After-Cargo und Forward-Cargo. Wir starten heute hier im Hellen und werden aber dann später im Dunkeln bei Nacht in Doha landen. Doha sind wir bisher auch schon einmal, glaube ich, irgendwann mal angeflogen von, ich weiß gar nicht mehr genau, aber es ist auch schon ein bisschen länger her, dass wir das geflogen sind. So. Draußen laufen die ganzen Vorbereitungen, hier drinnen auch, das ist doch wunderbar. Wir machen direkt mal die IRSs an, Left and Right IRS, geht on. So, dann Flight Deck Door Power. Ist hier. Geht auf on. Primary Window Heat. Hier, Left Side, Right Side. Humidification. Im Prinzip müssen wir einfach nur hier runter gehen, aber der müsste ja hier unten, nee, ne? Hydraulics, der müsste doch bestimmt hier sein. Ist er aber nicht. Da ist er. Humidification Switch on, Left and Right Pack Automatic. So, die FDs gehen an, die Flight Directors auf both sides. Dann Barrel Reference auf Hectopascal. So, drücken wir den Traffic Switch. Ich überlege jetzt auch irgendwie, vielleicht demnächst, muss ich mal gucken, wie dieses MyTraffic 2013 zu installieren und bei dem einen oder anderen Flug dann immer mal so auch so, weil ein paar schon von euch auch in die Kommentare geschrieben haben, dass es ja doch immer sehr recht leer in den Flughäfen aussieht, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde es ja selber auch, es ist halt
Bisschen schade, dass es immer so leer hier so aussieht an den Flughäfen, wie das einzige Flugzeug sind. Deswegen habe ich überlegt, das wirklich wieder zu installieren und dann immer mal zu gucken, wie das ist, ob ich es dann mal verwende, mal nicht verwende, je nachdem, wie es halt ist von dem, was ich schon an Addons dafür verwende, weil das halt auch wieder diese KI-Flugzeug-Addons, die verbrauchen ja auch viel Performance und so. Und bevor ich das in der PC deswegen abstürzt, der FSX deswegen abstürzt, lasse ich das lieber raus. Aber dass ich vielleicht ein oder andere Mal das dann doch dazu mache, dass wir einfach da ein bisschen Traffic vielleicht noch haben, muss ich mal gucken. Genau, dass wir dann ab und zu mal Verkehr haben. Immer wird es dann auch nicht sein, aber ja, werde ich mal schauen, wann ich dazu komme, das zu installieren. Jetzt hier vor dem Flug bin ich nicht mehr dazu gekommen. So, Terrain machen wir mal an. Und der Autofrust wird gearmt. Left and right Autofrust. Die Autobrake auf RTO. So. Und dann, genau, wie auch immer ich mindestens noch habe, aber VHF left auf on. So, dann kommen wir zur Eingabe vom Flugplan. So, da habe ich dann wieder als Company Route hier reingeladen. Sollte, glaube ich, sogar der aktuelle AirRack sein, weil ich weiß nicht, ob es mittlerweile sogar schon den 13er gibt seit kurzem. So, wir gehen auf, gehen wir so richtig durch, Ident. Genau, mit der 7878 fliegen wir. So, pass in it. Bei lokalisiert ist er ja schon, ne? So wie ich das richtig sehe. Wir können ja mal hier probieren. Reference Airport ist FACT. Kapstadt mit Gate A5. Soll ich zwei A's eingeben? A5. Kennt er nicht. Okay. Kennt er Gate 5, aber das wird... Kennt er auch nicht. Reference Gate not found for airport. Ja gut. Na gut, halb so wild. Das passt ja hier schon mit der Position. Wir gehen also aus die Route. So, kommt nicht. Probieren wir es mal. Das müsste klappen. FACT nach OTHH. Oscar Tango Hotel Hotel. Oscar Tango Hotel Hotel 001 hinten dran. Die Company Route. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Flight Number können wir auch eingeben, ist Qatari. Also Qatar Airways, Quebec, Tango Romeo, 1370. Die wurde bis vor ein paar Tagen, wurde die noch mit dem Dreamliner geflogen. Jetzt mittlerweile fliegen die mit dem 350-900. Ich glaube genau, Anfang Dezember, zum 1. Dezember haben die das geändert und seitdem fliegen die die Strecken mit dem 350er. Wir fliegen die heute aber jetzt hier mit dem Dreamliner. Gibt ja keinen 350 für den FSX. So. Lass uns nochmal kurz auf die Next Page, also einfach nur gucken, dass das drin steht. Ja, das sieht gut aus. So wie es sein soll. So, dann kommen wir auf Activate, Execute, Performance. Wobei, nee, wir machen erst noch die Departure Route, stimmt. Die fehlt. So, Departure Route, wir gehen raus auf der 19er. Wir fliegen heute bei realem Wetter, also wirklich jetzt, wie es gerade ist. Wir haben hinten nach Südafrika, haben wir ja gerade Sommer und in Doha ist auch ziemlich warm dann, also gutes Wetter, wenn wir ankommen. So, Runway 19er gehen wir raus. Auf der, jetzt muss ich selber mal kurz in die Charts reingucken. Also, Codes ist der erste Wegpunkt. Wir haben hier die Codes 1 Bravo und 1 Charlie Departure. Jetzt muss ich kurz mal in die Charts reingucken, ob ich direkt hier sitze. Codes 1 Bravo habe ich jetzt hier. Und eine One Alpha, aber hier ist jetzt keine One Charlie drin, dann nehmen wir die One Bravo. So, und die Route jetzt aber passt. So, jetzt Performance-Eingabe. So, Cruising ist bei uns heute Flight Level 390. Mit einem Kostindex 7 von 45. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade Key Input angegeben, trotzdem alles da drüben ein. Na gut. Fuel 91.000 LBS haben wir an Bord mit Reserves auf von 15.000 LBS. 1.5.0. So. Schon mal hier bestätigen. Thrust Limitations. Wir machen. Das Interessante ist, guck mal hier, wir haben Treibstoff nur 41%. Also, da passt ja noch richtig viel rein. Ja. Hier steht hier: Computer Top of Descent is before Top of Climb. Unable Cruise Altitude. Kann ja nicht sein. Gucken wir uns nachher nochmal an, was da los ist. So, müssen wir uns einfach mal merken. Wir nehmen mal Takeoff 1, das müsste ja reichen mit einem Climb. Machen wir auch Climb 1, ja. So.
Flaps 5 Takeoff mit dem Center of Gravity. Die V-Speeds haben wir. Und genau, Compute Top of Descent. Das müsst ihr dann so. Okay, das passt. Passt. Key Input mal aus. Und wir gehen nochmal auf die Performance Page müsste das sein. Gucken, was er sagt, wenn wir ihm ein anderes Level geben. Computer Top of Descent. Warte mal. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwas hiermit zu tun haben wird. Das ist ja nur diese Speeds-Berechnung, das lasse ich jetzt mal weg. Das, wir haben ja die Speeds da drüben. So, jetzt hätten wir hier natürlich auch die Charts. Na gut, wir belassen es mal dabei und gucken einfach mal, wie es aussieht. Nehmen wir jetzt 370 als Cruising. Sollte eigentlich ganz gut steigen können. So, da ist aber noch eine Discontinuity im Flugplan. Oder was? Ist da irgendwie so unterbrochen, ne? Oder das liegt einfach nur in diesem Intercept-Ding hier. Naja, ich würde sagen, wir gehen dann einfach raus. Und müssen wir mal kurz hier nochmal ranzoomen, war hier. Ne, ranzoomen ist schon hier bei dem. Ja, wir gehen raus und fliegen, weil dann kann man das ja eigentlich auch gleich so machen. Das ist komisch, dieses 5-5 und so, das ist alles hier, habe ich auch in den Charts so drin. Aber das ist hier nicht so in der Route drin, das ist ein bisschen komisch. Oder dieses Tango Romeo. Ne, dann fliegen wir von da. So, direkt dahin. Genau, dann machen wir das so. Gut, dann ist das schon mal erledigt. Und wir machen weiter mit den nächsten Schritten. So habe ich eigentlich jetzt schon. Das kann ich ja machen. Catering Service complete, request boarding. Wäre mal langsam angebracht. So, wir können dann schon mal die Türen auf der rechten Seite schließen. Ach, die gehen über. So, Exit 2 reingeben. Exit 1 kann zubleiben. So, und die Türen sind auch zu. Wunderbar. So. Dann kommen wir zu den nächsten Schritten. Armen jetzt mal LNAV und VNAV. So, und kommen zur Pre-Flight Checklist. So, und die waren ja, genau, die deine Checklist waren ja immer hier drin. Da haben wir das Checklist. Oxygen, testen wir mal. So, es testet 100% Flight Instruments. Ja, können ja mal Runway Heading eindrehen. So. Aber das ist, glaube ich, nicht die erste Folge, die ich hier aufnehme, ne? Seitdem ich wieder eine gut funktionierende Maus mit Mausrad habe, ne? Das war, glaube ich, schon beim letzten Flug so. Auf jeden Fall ist es jetzt schön entspannt, das hier einzudrehen. 190. Altimeter machen wir aktuellen Druck. 10, 19 Hektopascal. Pine Break is set. Fuel Control Switches sind gerade auf. So. Before Start Procedure, die Seatbelt Signs gehen on. Oh, ruhig auf Auto. So, Hydraulic Pumps. Auto. Die sind on. Die Fuel Pumps gehen alle mal an. Wir haben überall Sprit drin, den wir brauchen. So. Dann, Doors machen wir noch nicht close. Geht nicht. Stabilizer drüben können wir mal einstellen. Müssen wir mal kurz gucken, was wir haben. 5.2.5. So, Stabilizer drüben haben wir hier drin. Also genau, Hydraulic Pumps sind ja an, deswegen geht das jetzt auch. So, 5.2.5. So, das ist gemacht. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis die Leute drin sind, ne? Laden tun sie wahrscheinlich auch noch um. Die Lader sind noch nicht mal da.
Genau, pusht werden wir später in die Richtung und dann geht es ja schon raus. Da ist schon gleich die Bahn, also weit haben wir es nicht bis zur Bahn. Das ist mal kurz vierfache Simulationsrate. So, Passenger Boarding ist completed. Wo bleibt denn das Gepäck? Da kommt's. Da kommt's. So. Können schon mal auf die. Schalten wir ruhig schon mal. APU ist ja running. Schon mal auf die APU Power. Ist ja schon umgeschaltet. Dann machen wir die External off und disconnecten die schon mal. Dann ist die weg. So. Wir können hier nochmal bei V2 können wir schon mal einstellen. 149. So. Und unsere Reiseflughöhe. Erstmal, ich bin mal gespannt, wie das aussieht, weil ich glaube, auf klein müsste doch eigentlich locker kriegen. Bei der langen, da ist er doch top of climb. Ich weiß nicht, wieso da diese Meldung vorhin kam. Dass der top of descent vorm top of climb wäre oder so. Naja. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal die Passenger Signs on. Die MCP haben wir set. Das passt. Takeoff Speeds sind auch drin. 137 V1, 140 geht in die Luft, 149 ist V2. CDU Preflight ist completed. Taxi and Takeoff Briefing, ja. Takeoff Briefing ist relativ. Ja, Taxi Briefing haben wir kurz gesehen, wo es lang geht. Wir haben eine Bahn mit einer Länge von. Jetzt gucken, 3, irgendwas. 3200 Metern. Takeoff Run und Accelerated Stop Distance. Takeoff Distance ist 3544. Also locker soll das für Takeoff One ausreichen. Genau, relativ kurze Taxi. Und dann geht es gerade raus und dann kurz am Takeoff Right Turn. Richtung Romeo India Victor, das müsste hier dieses Robin Island, genau, das ist dieses Robin Island VOR, wo wir auch letztes Mal, als wir im Anflug sind, drüber geflogen sind. Und danach geht es weiter Richtung Codes. Diesen anderen großen Turn fliegen wir jetzt nicht, denn werde wahrscheinlich. The Barboarding is completed. Ja, genau, ich will die Simulationsrad runternehmen, so, wenn ich hier das öffne. Und. Waiting for. Türen schließen, ja, machen wir. Die kommt sofort, genau. Also, das ist dann wahrscheinlich normal, so um hier ein bewohntes Gebiet zum Fliegen, würde man dann eigentlich hier so außen rumfliegen. Wir fliegen dann relativ schnell so einen Turn halt da. Aber gut, das war irgendwie halt leider nicht richtig so hier drin gewesen. Gut. So viel dazu. Die Doors sind closed. Wir machen jetzt mal das Beacon an. Die External Power ist schon disconnected. Before Start Checklist ist auch dann damit completed. So, ich check lieber selber nochmal, bevor wir nachher mit einer offenen Tür starten. So, ja, sieht gut aus. Und wir kommen zum Engine Start. Das heißt, wir requesten mal den Pushback. Prepare for Pushback and Departure. Nose right und das Tail bitte nach left. So, da kommt der große Pushback Truck. So ist gut. Hat doch schon mal alles gut geklappt bisher. So ist das schön, so ist das schön. So, Engine Start. Ist recht simpel. Right Engine, Fuel dazu. Dann passt das. Da sieht man auch mal schön genau, wie viel Arbeitsspeicher gerade verbraucht wird. 3,3 GB. Von den 4, die der FSX ja nutzen kann. Oder nutzt. Also, bei mir könnte er noch viel mehr nutzen, aber die er halt nur nutzt. So. Und für alle, die sich fragen mit Prepare 3D, ob ich da jetzt immer noch irgendwann vielleicht umsteige oder so, ich bin im Moment noch dabei zu gucken. Also, es sind noch ein paar Sachen im Gange, dass ich vielleicht doch eine Erlaubnis kriege, da. Beziehungsweise eindeutige Erlaubnis für mich bekomme, dass ich da Videos für machen darf. So, ich habe gerade mal aktuell den QNH-Gesetz 1018.